Dann kommen wir nochmal zu dir. Du hast ja als Botschafter das Bandera-Grab besucht. Hast du gesagt, du verehrst ihn. Fangen wir damit an. Seit wann verehrst du Stepan Bandera? Warum? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn verehre. Doch, mehrfach. Ich habe das Grab besucht, weil Stepan Bandera. Ja, arm wird ärmer, reich wird reicher, der Chef verdient das Fünffache. Ich meine, Robin Hood wird ja von allen verehrt, aber auch er hat ja nicht quasi laut dem Recht gehandelt, das damals gültig war. Stimmt. Krass, wie der mich schon nervt, wenn ich den höre. Weil das eine Arroganz hat. Ich mein, in Deutschland das Wort Bandera, dann heißt das sofort so schlimm also wie Hitler. Also Bandera ist fast so oder Nazi-Kollaborateur und so weiter. Da gibt es sofort quasi Reihe von Synonymen, die verwendet wird. Wir können ja nur bei den Fakten bleiben. Ja, klar. Er war natürlich der ultimative antisowjetische Held. Ja. Weil er sich natürlich gegen die sowjetischen Besatzer durchgesetzt hat. Aber auch gegen die Deutschen gekämpft? Pass auf. Ich fange mal an. Ja. Er war mit Mussolini und Hitler-Deutschland eng verbunden in den 20er, 30er Jahren. Er wollte einen transnationalen Faschismus. Er wollte einen eigenen ukrainischen Faschismus errichten. Er war Teil der OUN, haben wir vorhin schon gesagt, gehörte da zum Führungszirkel, hat sich irgendwann abgespalten, gab den UNB, also Bandera, die waren radikal nationalistisch, also was wir heute als rechtsextrem bezeichnen würden, und explizit antisemitisch. Die Hauptfeinde von ihm waren Juden, Polen und Russen. Er hat ja auch das Attentat auf den polnischen Innenminister damals mitgemacht, wurde dafür auch verurteilt. Er hat, als die Wehrmacht in Lemberg, also in deiner Heimatstadt, einmarschiert ist, hat er sie mit seinen Truppen begrüßt. Er hat zusammen mit denen Pogrome auf Juden veranstaltet. Insgesamt haben ja Nazis und die Bandera-Leute 800.000 Juden in der Ukraine umgebracht. Er hat, seine Leute haben das Massaker an Polen in der Westukraine mitgemacht, 43, 44, 100.000 polnische Zivilisten getötet. Ja, das ist die eine Seite dessen und Das sind die historischen Fakten, die lassen wir die Reihe nach. Also ja. Ist das dumm? Er gilt unter Historikern als Nein, also kannst du mir das Zitat nennen? Also du hast gesagt, dass er für den Faschismus war. Also wo Bandera gesagt hat, dass er für den Faschismus ist. Also ich kann das mir nicht vorstellen, dass er das gesagt hat. Es gibt ja internationale Historiker, nicht nur Deutsche, die Glasker sagen, dass Bandera als Faschist zu bezeichnen ist. Also sie bezeichnen ihn als Faschisten. Aber solche Aussagen, die du gemacht hast, also die kenne ich nicht. Ja? Und deswegen, ja, er hat sich natürlich nicht selbst als Faschist bezeichnet. Ja, aber darum geht es. Ich meine, er hat gesagt für den Faschismus, aber er hat ja nie, er konnte diesen Begriff gar nicht benutzen. Und deswegen vieles, was was UN und so weiter gemacht haben, die haben ja auch Beschlüsse gehabt, wo er dann der Chef war, da konntest du nicht unterscheiden, wenn du das durchliest. Ist das jetzt hier Nazi-Programm aus der NSDAP oder ist das Bandera? Ich meine, wir können es aber vorlesen. Da gab es ja noch vor dem Einmarsch der Deutschen, haben die einen Beschluss auf ihrem Kongress befasst. Ich zitiere, die Juden sind die am meisten ergebene Stütze des bolschewitischen Regimes und die Avantgarde des Moskauer Imperialismus in der Ukraine. UUN kämpft gegen die Juden, weil sie die Stütze des Moskauer bolschewitischen Regimes sind. Gleichzeitig wird den Volksmassen erklärt, dass Moskau der Hauptfeind ist. Und dann im Mai heißt es in einer Instruktion zum Kampf und die Tätigkeit der UUN während des Krieges, Zitat, dass Juden im Gegensatz zu Polen und Russen auch in der Phase nach dem Krieg nicht assimilationsfähig sind, sie also vernichtet oder zwangsumgesiedelt werden müssten. Was ist das? Kannst du das präzisieren? Von dem UUN-Kongress im April 1941, also einen Monat vor dem Einmarsch der Deutschen, wo er der Chef war. Das ist sein Beschluss. Und woher hast du das? Weil das kenne ich zum ersten Mal. Ja? Das ist von der jüdischen Gemeinde Berlin. Ah, okay. Und woher hast du das? Weil das kenne ich zum ersten Mal. Ja? Das ist von der jüdischen Gemeinde Berlin. Ah, okay. Also nur ein Scheller, das würde mich beruhigen. Du widersprichst auch nicht, dass er Antisemit war. Du erkennst doch auch an, dass er... Ich kenne keine Äußerung von ihm persönlich. Dass er mit seinen Leuten an der Ermordung von 800.000 Juden beteiligt war. Das erkennst du ja auch an. Nein. Er war nicht beteiligt. Also wäre Bandera beteiligt gewesen an irgendwelchem Massaker,
der, das ihm vorgeworfen wurde, das ist doch dann wäre in Nürnberg beim Kriegsgerichtstribunal wäre er auch verurteilt gewesen, aber er wurde nicht verurteilt. Er hat in Deutschland ja bis noch 15 Jahre nach dem Krieg leben können, und deswegen das ist der Unterschied, weil ich meine, wenn er Verbrechen verübt hätte, er alleine, oder wenn Israel Beweise gehabt hätte, dass Israel wollte ihn als Kriegsverbrecher anklagen, Polen, Russland, haben sie alle nicht bekommen. Also wenn Stalin Beweise gehabt hätte in Nürnberg, dann würde oder hätte er längst mit allen anderen Kriegsverbrechen verurteilt gewesen, aber das war nicht der Fall, weil es gibt keinen Befehl, es gibt keine Beweise. Das waren aber seine Truppen. Seine Truppen haben, das ist doch zweifellos. Du sagst zweifellos, aber es gibt keine Beweise. Also er wurde nicht verurteilt. Es gibt keine Beweise, dass er selbst einen Juden umgebracht hat, das stimmt. Aber seine Leute, er hat befehligt. Er hat auch befehligt, 100.000 Zivilisten. Er hat keinen Befehl gegeben. Er hat keinen Befehl gegeben, Juden zu vernichten. Und deswegen, dazu stehe ich. Und deswegen, ich habe dir doch gerade vorgelesen, was sein Programm war. Die Juden waren die größten Feinde von ihm. Selbst noch vor Russen und Polen und Deutschen. Das bezweifelst du? Ich bezweifle, dass er Befehle gegeben, Juden zu töten. Das bezweifle ich. Es gibt viele Historiker, auch in Deutschland, wie Rosolinski, die das erforscht haben. Die Bandera-Truppen haben nicht auf Kommando von Bandera die Juden mit den Nazis getötet? Es gibt keine Beweise, dass Bandera Befehle gegeben hat, Juden zu töten. Aber das sehen doch alle in ganz Europa. Du willst das in Europa. Europa sieht das ganz anders. Es gibt keine Beweise, und deswegen werde ich mich nicht, also davon distanzieren. Was tust du eigentlich so, wie als würdest du neutral sein? Du bist der frustrierteste Typ, den ich kenne, du kleinen Pisser.